hier redet Allah über sich selbst, was ihm gehört. Ihm gehört das alles, das Jenseits und alles, was davor kommt. Ad-Dunya bedeutet auf Deutsch das Niedrigste, das, was niedrig ist. Aber das passt nicht zu Allah. Allahs Schöpfung ist nicht was Niedriges. Das ist es allein aus unserer Perspektive. Für uns ist das hier das niedrige Leben. Ad-Dunya. Das ist unglaublich anstrengend. Zwei Suren davor sagt Allah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Er hat den Menschen so erschaffen, dass das ganze Leben eine unglaublich anstrengende Arbeit ist. Und das ist es auch. Es ist nur Stress und Stress und noch mehr Stress. Und es ist Stress, egal ob du reich oder arm bist. Es ist immer Stress. Das ist das Leben hier. Das ist tatsächlich Dunya. Es ist im richtigen Sinne Dunya. Und irgendwann kommt Akhira für uns. Und wir hoffen, möge Allah uns den Weg leichter machen, das ist der Weg ins Paradies. Da ist das chillige Leben. Da ist kein Stress mehr. Das ist schön, das ist irgendwo sitzen und genießen. Da gibt es kein Leid mehr, keine Katastrophen. Du hast keine Diskussionen mehr mit den Leuten. Du sitzt einfach so irgendwo oft in deinem Palast mit schönen Teppichen und Couch und Sofa und Leute kommen und schütten dir noch Getränke ein und du müsstest noch mehr, ja, bitteschön. Das ist das Leben. Das ist nicht mehr Dunya. Dunya ist hier. Hier haben wir nicht so ein schönes Sofa. Und wenn wir eins haben, dann muss man das jeden Tag putzen und solche Sachen halt. Also das hier ist immer stressiges Leben. Das chillige Leben kommt erst noch. Aus unserer Sicht ist das hier Dunya und das andere ist Akhira. Aus Allahs Sicht ist es das nicht. Aus Allahs Sicht ist das sowieso alles seine Schöpfung. Diese Welt, das ist Allahs Schöpfung und sie ist perfekt. In dem Sinne, dass sie genau so ist, wie er sie wollte. Nichts ist hier irgendwie so schief gegangen oder so. Allah hat diese Welt haargenau so geplant, wie sie ist. Und Akhira, das Jenseits, ist eine Welt, die Allah haargenau so geplant hat, wie sie ist. Alles, was es da gibt. Und die Engel sind Geschöpfe, die Allah haargenau so geplant haben, hat, wie sie sein sollten und wie sie sind. Und selbst der Shaitan ist jemand, den Allah erschaffen hat und er ist genauso, wie er ihn erschaffen hat. Es ist nicht schiefgelaufen in der Schöpfung. Die Schöpfung von Allah, sie ist makellos in dem Sinne, er hat sie genauso gemacht, wie sie sein soll. Aus seiner Sicht ist das andere nicht Dunya und Akhira. Es ist Jenseits und alles, was davor kommt. Und die zweite Sache, dieser Ausdruck, darum ist er so schön, وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Uns gehört das Jenseits und alles, was davor kommt. Wisst ihr, wenn ein König kommt zu Besuch, oder heute mehr so ein Präsident zum Beispiel, der Präsident von den Vereinigten Staaten. Wisst ihr, wenn der nach Deutschland zu Besuch kommt, meint ihr, der kommt alleine? Wisst ihr, wie viele Leute mit dem zusammenkommen? Der hat einen Fahrer und Security und der hat bestimmt Leute, die im Hotel darauf achten, dass das Richtige für ihn gekocht wird. 1000 Leute kommen mit hinterher. Aber wenn er kommt, dann sagt man, es kommt der Präsident und bestenfalls noch sein Gefolge. Die Leute hinter ihm mit, die mitkommen. Und man weiß schon, das ist Security und der Koch und wer auch immer, sein Fahrer sind alle mit dabei. Aber es geht um den Präsidenten. Die Leute, die hinterherkommen, die spielen gar nicht so die große Rolle. Ist auch gar nicht so interessant, ob da jetzt ein Chauffeur mit bei ist oder nicht. Es geht um den Präsidenten. Und der Ausdruck, وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Uns gehört das Jenseits und das alles, was davor ist. Das, was davor ist, das ist gar nicht das, worum es geht. Wisst ihr, diese Welt hier, die, so sagt es die Forschung, ist jetzt ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt. Und irgendwann wird sie verschwinden. Das ist hier diese Welt, alles, was davor ist, vor dem Jenseits. Das Jenseits, was kommt, ist ewig. Diese Welt hier, die kann 113 Milliarden Jahre alt sein. Im Vergleich zur Ewigkeit ist das nichts. Es ist völlig bedeutungslos. Ja.